So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer Video von Ghost of Tsushima Ike DLC. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock habt. Landen verkackt habt. Verdammt, Taxi, komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, jetzt hier. Irgendwann habe ich ihn dann doch erledigt. Und dann haben wir das Fort übernommen. Nur, dass die komische Tante, die Adler, wusste, dass wir kommen. War ein bisschen blöd, aber egal. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu so einem Typen. Ja, ich renne gerade in voll die falsche Richtung, weil ich muss irgendwie da runterkommen. Ah, jetzt. Jetzt sind wir halbwegs unten. Komm ich da runter? Ja, das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Doch, das sieht sogar sehr gut aus. Da brennt wieder irgendwas. Was brennt denn da? Ja, nehmt doch an! Wieso kann er den nicht angenommen? Zwei Schläge, bin schon wieder tot. Einfach nichts in diesem. Kamerasteuerung ist hier echt katastrophal. Ich weiß gar nicht, was das bei dem Original oder im Hauptspiel auch so ist. Ich weiß nicht, aber das ist. Trotz Update, die haben ja letztens ein Update hier rausgehauen. Trotz dieses Update ist es immer noch so scheiße. Das ist schon hart. Ja, hallo? Du bist doch eine dumme Fritte, Alter. Bleib liegen und so wieder aufstehen. Träumt ihr oder seid ihr wach? Komm. Ihr könnt es nicht mehr unterscheiden. Ach, dein Gequatsche juckt auch keine Sau. So. Jetzt wären wir auf dem Weg zu diesem komischen Typen da, der das Haus selber bauen wollte. Boah, Junge, dieses Scheiß parieren, ne? Du gehst mir schon wieder hart auf. Boah, dieses dämliche Parieren, ne? Das funzt einfach nicht. Das hat mich schon beim im Hauptspiel aufgeregt. Ist das ein Schmuckmüll, ey. Trotz Update. Trotz dieses Müll-Updates, ne? Funktioniert es einfach immer noch nicht. Ach,
den Hals. Boah. Habt vielen Dank. Ich kann einfach gehen? Danke. Ihr seid sicher. Ich jetzt hier. Boah, Alter, ey. Diese dämliche Kamerasteuerung und das Parieren, ne? Da hätten sie auf jeden Fall nochmal überarbeiten können. Ich reite hoch, das ist blöd, ich will nicht hoch. Ja, und du? Was kann ich hier machen? Ja, und du? Das ist halt einfach nur so ein Punkt, wo ich dann immer wieder hin und wieder mal hingehen muss, um den Fortschritt zu sehen. Boah, dieses verdammte... Willst du mich auf den Sack gehen? Boah, geh mir doch alle nicht auf den Sack. Boah, dreht! Willst du mich verarschen, Junge, ey? Willst du mich denn... Gib dich auf den Sack, Mann, ey! Bist du denn, Mann? Bald seid ihr frei. Boah, ist das eine Rotze. Ich glaube, das regt mich jetzt oder wird mich jetzt jeden Kampf aufregen. Sie nahmen uns gefangen und töteten ihn dann. Den alten Mann, der die Affen versorgte. Wo ist das passiert? In dem alten Lager über Saruiva. Sie treiben dort alle Tiere zusammen. Wer weiß schon wozu? Sucht Unterschlupf. Ich sehe mir das an. Meine Mutter liebte die Rehe, verehrte sie. Ich spiele eins ihrer Lieder für sie. Passt gut. Meine Mutter setzte sich gern mit mir zu den Rehen und ließ mich Kokinshu-Gedichte für sie rezitieren.
Das war schwierig. Wenn ich stockte, sprach sie, kannte sie alle auswendig. Okay, gut. Oh, was war denn? Gehen wir da mal hin. Da darf ich gar nicht hin. Schwer. Wir können ihn nicht den Mongolen überlassen. Wir verdanken ihm unser Leben. Wir haben kein Essen für euch, mein Herr. Ich würde sowieso nichts annehmen. Ein Mönch, der dieses Lager leitete. Er ging freiwillig mit den Mongolen mit, damit sie uns nichts antun. Wo sind sie jetzt? Wir wissen es nicht, aber unsere Leute suchen sie. Ich helfe. Ein Mann, der sich für andere opfert, sucht seinesgleichen. Potoke kann euch sagen, wo unsere Männer suchen. Ihr Ehemann führt die Gruppe an. Ist er nicht? Wisst ihr, wohin die Männer gegangen sind, die nach Doshun suchen? Nein. Und ich werde auch nicht auf sie warten. Er opferte sich, damit ihr bleiben konntet. Ich habe ihn nicht drum gebeten. Und jetzt ist er fort. Und wir haben keine Vorräte mehr. Wozu soll ich noch bleiben? Zicke, ehrlich. Ich glaub's ja nicht. Den letzten Samurai sah ich vor 15 Jahren. Ihr sprecht von Fürst Sakais Männern? Ja, bei der Invasion. Hier ist... Ach du schon, helfen. Wirklich? Mein Mann und ein paar andere suchen nach ihm. Sie folgten dem Mongolen Richtung Brücke. Kommt mit. Bleibt lieber hier. Es könnte gefährlich werden. Ich will helfen. Ich schulde es Doshun. Mehr als den meisten. Ein schwerwiegender Verlust. Das heißt, Doshun ist tot oder der Ehemann ist tot? Hier lang. Kannst du mir dann sagen, wo du willst? Was ich vorhin sagte über die Samurai, tut mir leid. Die Invasion raubte mir vieles. Ihr meint euren Arm? Ihr müsst noch ein Kind gewesen sein. Ob Krieg oder nicht, das sollte nicht passieren. Ich fand einen verletzten Samurai im Stall und gab ihm Essen. Mein Vater erwischte mich, schnitt mir den Arm ab. Die Hand, die den Feind füttert, sagte er. Das ist grausam. Er tat euch Unrecht. Nein, er lag richtig. In der nächsten Nacht kamen die Samurai ins Dorf und schlachteten alle ab. Doshun nahm mich auf und versorgte meine Wunde. Dank ihm überlebte ich. Ich schulde ihm mein Leben. Etwas liegt auf dem Weg. Getötete Männer. Mein Ehemann! Bleibt hier. Ich sehe nach. Ich glaube, mir wird schlecht. Atme tief.
Dieser Mann ist älter. Rokuro. Er ging mit meinem Mann fort. Er war neu im Lager. Was soll ich denn hier suchen, Mann? Er ist jünger. Er hat ein Muttermal am Kinn. Das ist Kaneji. Er hatte Frau und Kinder. Glaubt ihr, mein Mann entkam? Wir müssen die Mongolen schnell finden. Etwas liegt auf dem Weg. Dieser Reis muss aus eurem Lager stammen. Wahrscheinlich. Sie nahmen all unser Essen. Folgen wir ihm. Was würde Hotoki sagen, wenn sie wüsste, wer ihr seid? Verstümmelt, ihr Dorf abgeschlachtet, nur wegen der Arroganz eures Vaters. Ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Glaubt ihr, er entkam? Wir sollten uns beeilen. Ich versuch's ja. Aber die Füße und der Rücken. Ich musste mitkommen. Ich verdanke Do schon alles. Doch wenn ich meinen Mann verliere, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wir finden ihn. Ich glaubte nie, mit ihm wurden so viele Dinge möglich. Aber ohne ihn. Bleibt hier, bis die Mongolen tot sind. Klappt gar nicht. Den nimmt er gar nicht an. Zeigt mir, was ihr könnt! Jetzt macht das. Gerade hat das nicht gemacht. Da, am Strand sind Mongolen. Ich sehe nicht genug. Schon. Er ist gefesselt. Bereit zur Hinrichtung. Nein. Togo, da. Ist er verletzt? Ich weiß nicht. Aber die Mongolen töten ihn, wenn sie uns bemerken. Ja, wen nehme ich jetzt, ne? Ihr könnt nicht beide retten. Opfert ihren Mann, dann versinkt sie in der Verzweiflung. Stirbt der Mönch? Wird ihre Hoffnung mit ihm sterben. Bitte, ihr müsst sie retten. Ich kann sie nicht beide retten. Sobald ich etwas unternehme, sehen mich die Mongolen. Und dann mein Bestes. Wo kommt denn her? Meine Fresse, geh mir doch nicht auf, vereier jetzt hier.
Gott, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Ist doch freudig. Geiselmugeltür ist mir scheißegal mit ihnen. Boah, dieses verkackte Parieren, ne? Das geht mir so hart auf den Sack. Aber richtig auf den Sack. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich beende jetzt das Video. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Das ist ein Scheiße. Ich habe jetzt hier jetzt auf. So. Ich würde sagen, ich bin jetzt mal ein Video, weil mir das schon wieder hart auf den Sack geht mit diesem Scheiß Parieren. Ne? Das funktioniert einfach null. Null. Ja, also müsste ich wieder meinen Controller jetzt gerade gegen die Wand werfen, ne? Wenn mir das so auf den Sack geht. Aber nein. Das Scheißding war teuer. Das klatsche ich nicht so gegen die Wand. Na, gucken. Gut, dann werden wir mit dem nächsten Video nochmal probieren. Diesen ganzen Blödsinn hier. Weil der sonst wieder nicht funktioniert. Aber mal gucken. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne mit dabei. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit Öl.